So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar das Online-Let's Play zu Super Mario Maker 2. Das Let's Play zum Abenteuermodus ist ja bereits gestartet. Und ja, jetzt zocken wir hier auch Level aus aller Welt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Online-Community so ja, mit sich bringt. Natürlich könnt ihr mir auch Level senden, in den, ja, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben, also die IDs halt. Und ja, dann zocke ich die, aber jetzt noch nicht. Ich möchte mir erstmal die ganzen verschiedenen Modi so angucken. Und eure Level kommen dann später, würde ich sagen. Ja, und heute beginnen wir einfach mal mit den vielversprechenden Leveln hier. Ja, schauen wir einfach mal. So. Okay. Ist in Ordnung. So, schauen wir mal. Auch online habe ich noch gar nicht gezockt, ne? Ist also praktisch komplett neu. Für mich. So, mal schauen. Okay. Ja, hier wird ein bisschen mit den. Oh, hoppla. Oh, lol. Okay. Ja, cool. Ja, hier wird ein bisschen mit den neuen On- und Off-Switches gearbeitet. So, mal schauen. Mal schauen, würde ich sagen. Ne? Holy shit. Aber ein bisschen knapp ist es schon. Wow. Bisschen knapp ist es ja schon. Ah, shit. Okay. Aber cooles Level. Gefällt mir. Muss ich schon sagen. Wow, das erste Online-Level, was ich hier zocke. Und schon so eine Herausforderung. Ja, geil. Ist okay. Na, shit. Okay. Aber das schaffen wir. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist ja auch richtig geil bei Mario Maker 2. Oder wird richtig geil. Das kannst du dir eigentlich bei jedem YouTuber anschauen, so, ne? Also zumindest das Online-Let's Play. Weil du siehst halt bei jedem andere Level. Und das ist halt das Geile, ne? Streamen werde ich es natürlich auch, ne? Auf Twitch dann könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen. Ist auch völlig kostenlos. Und dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich streame. Ah, hoppla. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich kann bei den blauen Plattformen auch direkt runterlaufen. Und ich glaube, dann habe ich mehr Speed und erreiche den Switch auch besser. Ne, scheint so. So. Jawohl. Okay. So ist es gewollt. Holy shit. Okay. Geil. Das war doch ein cooles Level, würde ich sagen. Ja, nice. Das hat mir gefallen. Das war jetzt eine coole Challenge. Toll. Auf jeden Fall. Okay. Ein paar Millisekunden langsamer als der Weltrekord. Okay. ja. Kommentieren wir doch mal. So. Hier gibt es doch auch. Ich wollte jetzt. Wollte jetzt hier. Was nehmen wir denn? Hat Spaß gemacht. Hat's ja auch, ne? So, posten wir das mal. So. Ja, doch, das hat mir gefallen. Das war doch echt ein geiles Level, ne? Oder was meint ihr? Hier natürlich auch die Level-ID, falls ihr das selber zocken wollt. So, und weiter geht's mit dem Afternoon Stroll. Ah, das ist sogar von einem Deutschen, von Finnegan. Hi, was geht? Na, ein Super Mario World Level jetzt. Okay, cool. So, schauen wir mal. Weg mit dir. Und auch mit der Sonne. Okay. Und auch mit den On-Off-Switches. Ja, nice.
Ja, nice. Und mit vielen Kettensägen. Das ist doch cool. So. Ja, lauter hochqualitative Level hier, ne? Würde ich mal sagen. Also bisher zumindest. So, die 30er Münze nehme ich auch mal mit. Warum nicht, ne? Kann man ja mitnehmen. Und das war's. Auch ein cooles Level, ne? Kurz und knackig auf jeden Fall. Aber hat mir auch Spaß gemacht, ne? Ist ja auch klar, dass die Leute erstmal mit den neuen Elementen so ein bisschen rumbasteln, ne? Und ein 3D-World-Level, okay. Bully the Bullies. Ja, nice. So, dann spielen wir das mal. Und was man natürlich auch kann, man kann natürlich auch den Spielcharakter wechseln, was auch sehr geil ist, ne? Ich denke, ich werde in den ersten Parts auch mal die neuen Charaktere zeigen. Also Luigi, Toad und Toadette. Ne? So, und hier jetzt ein Kampf gegen Bully. Ne? Okay. So. Geh mal weg. So, und dann kriege ich einen Schlüssel. Ja, nice. Wie komme ich denn an die 50er Münze, frage ich mich. Hm. Keine Ahnung. Kriege ich hier irgendwo ein Item? Achtung. Warum Achtung? Gibt's hier was? Hier gibt's doch nichts. Okay. Schauen wir mal. Alter, jetzt geh da rein. Geh doch in die Warpbox. Okay, jetzt mit Trampolinen. Das ist so ein kleines Boss-Level. Ah, hoppla. Hoppla. Wow. Weg mit dir. Aber dich habe ich auch besiegt. Ah, hier hätte sich vielleicht besser geeignet, irgendwas Fieses dahin zu platzieren, anstatt einfach bloß Wasser. Vielleicht ein paar Stacheln oder so, dass man auch stirbt, ne? So viel dazu. Ja, GG. GG würde ich sagen. Okay, jetzt nochmal, ne? Items gibt es hier ja wohl auch nicht. Aber ist in Ordnung. Ah, und mir fällt gerade ein, wahrscheinlich komme ich zu der 50er Münze, wenn ich hier unten irgendwie lang schwimme, oder? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. So, okay. So. Geh mal weg. Aber das mit den Cheep-Cheeps ist tatsächlich schon ein bisschen fies, wie ich finde. So. Okay. So, natürlich auch ein bisschen die 3D-World-Moves ausprobieren. Wie kann ich? Ja, egal. Finde ich alles noch raus. Ja, das ist ein bisschen fies mit den Fischen. Tatsächlich, ne? Fieser, als es aussieht, tatsächlich, ne? Boah, das ist echt ein bisschen knifflig. Aber okay. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. So. Ja, die ersten zwei Kämpfe gehen echt klar. Ja, die 50er Münze lasse ich da jetzt. Ich habe ja gerade eben schon rausgefunden, wie man die holt. Aber die brauche ich ja jetzt nicht, ne? Die bringt mir ja jetzt nun wirklich nichts. Ich meine, ich bin ja nicht in der Endlos-Herausforderung, wo die mir helfen könnte, 100 Münzen zu erreichen. Oder derartiges. So. Ja, hoppla. Ah, ich glaube, das ist hier vielleicht sogar der Trick. Jawohl. Ja, mit diesem Wirbler klappt es ganz gut. Ah, und jetzt gibt es auch einen Checkpoint. Ja, nice. So, hier gibt es noch eine 10er Münze. Okay. Ich gucke trotzdem mal nach, ob es eventuell irgendwo ein Power-Up gibt. Man weiß ja nie. Nee, gefällt mir.
Auch wenn es ein simples Levelprinzip ist, es gefällt mir. Ah, jetzt hätte ich. Ah, ich hätte natürlich auch bei denen gucken können. Bei den Bäumen. Na, hoppla. Ja, GG. Ja, GG. Aber wir haben ja den Checkpoint. Das ist nice. Ja, mal schauen, wie viel Level ich pro Online-Part zocken werde. Werden wir sehen. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Aber einfach mal schauen, ne? Einfach mal schauen. So. Jawohl. So. Dann, wie gesagt, mir gefällt die Herausforderung. So, und jetzt gegen zwei Bullies. Aber das ist doch nicht so schwer wie gegen die mit den Feuerpiranhas, oder? Ich würde mal schätzen, das ist einfacher wie bei den Feuerpiranhas. So. Und was bringt's, wenn ich den zweiten besiege, wenn ich jetzt schon den Schlüssel habe? Kriege ich von dem noch einen Schlüssel? Tatsächlich. Okay. Und ich brauche auch den zweiten. Okay. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, okay, ich besiege jetzt bloß einen. Ah, hier muss ich erstmal den Boden wegsprengen, ne? Ist das geil. Ey, das gefällt mir gerade saugut, ne? Muss ich ja schon sagen. Na, hoppla. Ey, das gefällt mir gerade wirklich saugut, ne? Dieses Level. Es sind die simplen Dinge, ne? Es sind die simplen Dinge, die nachher richtig geil. Ja, GG. Die nachher richtig geil sind. Es ist einfach so. Es ist einfach so. So. Na, hoppla. Jetzt komm erstmal. Du Bombe. Na, ich muss da erstmal eine Bombe gut platzieren. Dass da der Boden weggesprengt wird. Am besten ist es, wenn ich die Bombe hier so mittig platziere, ne? Ach so. Ach so, das. Okay. Den kann man also auch mit der Bombe in die Luft sprengen. Okay. Wusste ich auch nicht. Da lernt man noch viel, ne? Da lernt man noch viel hier, wenn man Mario Maker 2 spielt. Ist das geil. Und das war auch das Level. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? Das sind ja doch, also heute zumindest, sehr vielversprechende Level. Tatsächlich, ne? Da möchte man ja gar nicht aufhören zu zocken. So, du kriegst von mir auch ein Herzchen. So, und ein Kommentar. So. Ja, Wahnsinnsidee. So Bullies, aber in allen möglichen Variationen und mit allen möglichen Hindernissen, ne? So, Forest Intro. Okay. Da bin ich mal gespannt. Jetzt auch im New Super Mario Bros. U Stil. So, mal gucken. Okay, interessant. Ja, bisher eigentlich ein, ja, recht simples Level. Jetzt nicht irgendwie eine besondere Idee oder sowas. Aber Spaß macht's. Ne, auf jeden Fall. Na, hoppla. Kann ich eventuell Yoshi zurückhaben? Danke. Das wäre super. So, mit dem kann man natürlich auch über Mancho laufen. Ah, schau mal, ich krieg sogar keinen Propellerpilz. Ja, GG. Oder? Komm, krieg ich ihn noch? Jawohl. Und Bum Bum, der ja hier in Mario Maker 2 auch neu ist, ne? Aber er ist natürlich auch hier die größte Lusche. So wie man es von Bum Bum gewohnt ist, ne? Ist ja ganz klar, ne? Ist ja ganz klar wie Kloßbrühe. Ah, schau mal.
Da wäre ich ja fast noch mal gestorben, wenn ich da noch weiter nach unten geschwommen wäre. Ja, GG. Ja, war okay. War okay. Ja. Ist eigentlich funny Level, würde ich sagen, ne? Ist jetzt keine besondere Idee oder so. Aber hat Spaß gemacht, ne? War halt eher so ein Level von der klassischen Sorte. So, posten. Jawohl. Kommentar gepostet. So, beenden. Jawohl. Und Super Mario Brothers Returns 1, 2. Okay. Das hört sich auch interessant an. Ich würde sagen, das zocken wir noch heute. Dann haben wir ja schon einiges angeschaut heute im Online-Modus. Ah ja. Wieso wie? Das ist doch jetzt kein schwerer Sprung gewesen da am Anfang. Also wirklich nicht. Ja, das erinnert sehr an die Super Mario Bros. Pilz-Level, so wie man sie kennt, ne? Ist auch sehr ähnlich vom Aufbau tatsächlich. Muss man ja schon sagen. Aber ist ja nichts Schlechtes, ne? Macht ja Spaß. Das macht doch echt mal Spaß. Da 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 da. Du 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 du. Yeah. Ja, okay. Eine Feuerblume direkt. Das ist ja der Hammer, Bruder, hier. So, okay. Du, 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 du. So, jawohl. Was ist denn in der Röhre? Ist das ein Bonusraum oder brauche ich das zum Weiterkommen? Nee, das sieht mir aus wie ein Bonusraum. Nee, also das ist doch sehr stark. Na hoppla. Angelehnt an die Super Mario Bros. Pilz Level. Wie man sie von damals gewohnt ist, ne? Tatsächlich. Gefällt mir auch, muss ich schon sagen. Das gefällt mir auch sehr gut. Oh Mann, ich will gar nicht aufhören zu zocken. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch dieser erste Online-Part von Super Mario Maker 2 gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und wie gesagt, reicht auch gern eure Level ein, auch wenn ich sie erst später zocken werde. Ja, ich danke fürs Zuschauen und tschüss.